Matthias Nölke gilt vielen als Parteirebell. Der Kreisvorsitzende der FDP in Kassel ist Mitorganisator der Mitgliederbefragung. Das nötige Quorum wurde erreicht. Nun soll digital darüber abgestimmt werden, ob die Liberalen aus der Ampel aussteigen sollen. Also haben sich sehr viele Mitglieder bei mir gemeldet und haben gesagt, dass sie die Aktion gut finden, dass sie die unterstützen und dass es so einfach auch nicht weitergehen kann mit der Ampel. Und die Führung ist natürlich weniger erfreut. Denn die Führung, sprich Christian Lindner, hat bis kurz nach 14 Uhr erneut im Kanzleramt über den Haushalt verhandelt. Auf der Suche nach den mittlerweile berühmt-berüchtigten 17 Milliarden Euro. Über den Stand der Verhandlungen herrscht im politischen Berlin großes Stillschweigen. Aus den Reihen der Grünen nur so viel. Eine Einigung scheint in greifbarer Nähe zu sein. Ich kann Ihnen zum Stand jetzt nur sagen, dass ich zuversichtlich bin, dass es eine Lösung geben wird, dass wir uns in dieser Woche hoffentlich noch damit befassen können. Noch diese Woche? So nah war man bisher noch nie an einer Lösung. Der Union ist das alles zu spät, zu langsam. Bevölkerung und Unternehmen seien zunehmend verunsichert. Das Problem heißt Olaf Scholz. Ein Bundeskanzler, der nicht führt, sondern der laviert, der wochenlang abtaucht, nicht zu erkennen gibt, wohin er denn selbst dieses Land und seine Koalition eigentlich führen soll. FDP-Parteirebell Nölke wartet jetzt erstmal die Mitgliederbefragung ab. Die soll schnellstmöglich beginnen und 14 Tage dauern.